nichts an. Ein paar Worte auf einem Zettel, ich ließ meinem Inneren freien Lauf und stieg empor auf einer Treppe, in einem Turm, in einer Steppe, wo nichts war außer Staub, ging ich hinauf und öffne dort das Tor. Doch nichts mit Retten von Prinzessin angekettet, ein Spiegelbild von mir. Er sieht aus wie ein Stier und ist schon ziemlich lange hier. Ich gehe auf ihn zu und frag ihn, ob er ein Verwandter sei. Und er sagte, ich bin du, von der anderen Seite. Wenn du mich loslässt, gibt es Protest von da oben. Aber ihr Kodex war gelogen und damit habe ich sie bedroht. Sie wussten, wenn du mich holst, haben sie keinen Schutz mehr vor dem Tod. Sie haben Angst vor dem Druck unserer Fusion. Ich sagte, wie kann ich dir trauen? Du siehst aus so wie mein böses Ich. Ich lass dich frei, du tötest mich. So töricht bin ich wirklich nicht. Er sagte zu mir, guck in meine Augen. Du ahnst schon lange, wer ich bin. Jetzt musst du nur dran glauben. Meine dunkle Seite, ich wusste immer, mich unterscheidet etwas von den anderen. Aber was war mir unbegreiflich? Dann schrieb ich einen Text auf ein Blatt. Wer hätte gedacht, das ist ein Pakt, den ich unterzeichne. Meine dunkle Seite, ich wusste immer, mich unterscheidet etwas von den anderen. Aber was war mir unbegreiflich? Dann schrieb ich einen Text auf ein Blatt. Wer hätte gedacht, das ist ein Pakt, den ich unterzeichne. Ich habe keinen Schlüssel für deine Ketten, aber ohne Ende Kraft. Mit bloßen Händen schaffe ich sie in Stücke zu zerbrechen. Du bist frei, er sagte, jetzt müssen wir uns rächen. Zuerst töten wir die Mächtigen, sie unterdrücken die Gerechten. So verließen wir den Turm, er gab mir Schwert und ein Schild und sagte, du wirst heute Nacht unsterblich, wenn du willst. Aber erst, wenn du mir hilfst, die da oben zu vernichten. Und dann werden sie alle von uns erzählen, heroische Geschichten. Wir erreichten unser Ziel, es war leichter als ein Spiel. Wir erschlugen sie im Schlaf, Frauen, Kreise, sogar Vieh. Doch sie haben es verdient, denn sie gehörten zu den Ungerechten. Erbarm gab es nie bei den Taten, die sie umsetzten. Doch ich fing an zu zweifeln und fragte meine zweite Hälfte, wie können wir denn wissen, ob wir eigentlich helfen? Er sagte zu mir, guck in meine Augen. Ich sag dir nur die Wahrheit und jetzt musst du mir vertrauen. Meine dunkle Seite, ich wusste immer, mich unterscheidet etwas von den anderen. Aber was war mir unbegreiflich? Dann schrieb ich einen Text auf ein Blatt. Wer hätte gedacht, das ist ein Pakt, den ich unterzeichne. Meine dunkle Seite, ich wusste immer, mich unterscheidet etwas von den anderen. Aber was war mir unbegreiflich? Dann schrieb ich einen Text auf ein Blatt. Wer hätte gedacht, das ist ein Pakt, den ich unterzeichne. Es gibt noch eine Sache, bevor wir das Ziel erreicht haben. Wir müssen zurück zu dem Turm, aus dem du mich befreit hast. Dort ist der Letzte, der Stärkste und der Einzige, der uns beide noch aufhalten könnte. Aber er weiß es nicht, wir gehen ohne Waffen. Wir werden ihn überlisten. Du gehst zuerst rein und ich überfall ihn von hinten. Hier ist noch eine Flasche mit Feuerwasser für dich zum Trinken, damit dich deine Hemmungen nicht zurückhalten, wenn wir ihn finden. Gesagt, getan, ich bin am Turm angekommen. Meine Sicht ist ganz verschwommen. Ich schleppe mich so die Treppe nach oben, bin benommen. Niemand da, leer bis in die letzte Ecke. Ich schlafe ein und wachte wieder auf, festgekettet.